Willkommen in meinem Dachstübchen. Hallo. Heute wieder in unserem Dachstübchen, denn wie versprochen ist meine Tochter wieder zu Besuch, Anushka. Ja, schön, ich freue mich total. Ja, wir sind auch ein bisschen aufgeregt, denn so eine Aufnahme machen wir auch nicht alle Tage. Und wir möchten euch gerne eine Liedergeschichte erzählen, bevor wir gemeinsam ein Lied singen. Und diese Liedergeschichte verbindet uns beide auf ganz besondere Weise. Was war da los damals auf unserem Wohnzimmersofa? Oh ja, das war am Tag vor meiner Hochzeit, hast du mir ein Lied geschenkt. Das werde ich wirklich nicht vergessen. Ich habe ich glaube, es war noch ein MP3-Player oder es war so eine kleine Minidisc oder so etwas. Und ich habe den Kopfhörer aufgesetzt und es erklang das Lied Kinder werden groß. Ja, und inzwischen hast du solche Stimmung auch bei euch im Haus gehabt. Ne? Ja, geheiratet hat noch kein Kind von mir, aber der Größte ist vor einem Jahr ausgezogen und man spürt es schon sehr, was da so schwang. Kindheit ist ja eine Serie von Begrüßungen. Es fängt immer was an, es hört auch wieder was sagt auf. Sagt auch oft Tschüss. Mhm. Ja, und die Kinder müssen sich auch von manchem verabschieden. Ja. Denen fällt das auch nicht immer alles leicht. Aber uns fällt es auch nicht leicht, dieses Lied zu singen. Wir versuchen es einfach mal ohne Gitarre und denken, viele, die uns jetzt zuschauen, haben schon ähnliche Stimmungen gehabt oder bereiten sich ein bisschen in Gedanken drauf vor. Ne? Magst du die Tonart finden für Kinder werden groß? Kinder werden groß. Man hat sie lieb und lässt sie los. Man hält sie fest und lässt sie gehen. Denn was geschehen muss, muss geschehen. Niemand kommt zur Ruhe. Man lernt sein Leben lang dazu. Wir hatten unsere Zeit mit dir. Und mit dem Wunsch, dein Glück zu spüren, leben wir. Ja, zum Glück konnten wir dieses Glück oft spüren. Und wir haben aber auch viel mit den Kindern erlebt, wir mit unseren drei, du mit deinen vieren, was nicht immer nur Spaß macht. Und in dem Lied, was Kinder fordern heraus. Oh ja, und das tun sie ein Leben lang. Oh ja, lebenslänglich sozusagen. Das ist ja in unserem Lied, was Kinder machen, eine Zeile, über die manche schon, glaube ich, gestolpert sind. Kinder machen lebenslänglich Frau und Mann zu ihren Eltern, aber so ist es auch. Ne? Und, schöne Art und Weise. Ja. Sind denn in diesem Lied Gedanken, das hat ja viel mit dir und deinen Kindern zu tun, ich habe viel an meine Enkelkinder gedacht, aber auch an euch drei, unsere Kinder, sind so Gedanken da drin, die absolut auch zu eurem Leben heute passen? Ja, also gerade im Moment tatsächlich in der jetzigen Situation kommen natürlich diese Dinge wie, dass man auch mal wütend wird, dass man Zweifel hat, dass es chaotisch und unordentlich ist, aber dann gleichzeitig wieder ganz gemütlich und kuschelig. Das spüren wir im Moment tatsächlich in der Homeschooling-Zeit ganz doll, weil wir doch sehr nah aufeinander sitzen. Ja, das müssen viele aushalten. Das uns als Familie herausfordert. Aber gleichzeitig eben ja einfach auch immer dieses Dankende und dieses Schöne mitschwingt. Und ich finde, das hast du in deinen Gedanken zu diesem Lied so wunderschön geschafft. Dann würdest du zu diesem Lied im Moment keine neuen Strophen schreiben? Nein, es findet wirklich alles irgendwie ein Wort, was bei mir so im Muttersein mitschwingt. Das hast du gut gemacht. Dann lass uns das Lied einfach nochmal singen. Ja, wir singen gerne. Es zu unserem Original-Playback. Und ihr seht zwischendurch zwei Covers, auf denen das Lied veröffentlicht ist, unsere Duettversion. Mhm. Und beide Versionen sind, glaube ich, hörenswert. Also beide CDs sind hörenswert. Ja. Es gibt am Ende auch noch die Einblendung des Albums Haya. Ja, eine schöne CD. Die lieben wir ganz besonders. Die heißt ja auch Rolfs kleine Nachtmusik. Da bin ich tatsächlich der Großvater und du bist die Mutter. Und aus diesem Album wirst du uns, glaube ich, demnächst auch noch mal was vorsingen. Oh ja, habe ich Lust zu, ja. Das mache ich mal wieder. Prima. Gerne. Also dann, was Kinder machen. Kinder machen glücklich. Kinder machen große Sorgen. Kinder machen zuversichtlich. Oder Angst vor morgen. Kinder machen Ärger. Kinder machen neue Freunde. Kinder machen schnellen Frieden. Auch für alte Feinde. Unsere Kinder.
Kinder machen lebenslänglich Frau und Mann zu ihren Eltern. Kinder machen augenblicklich alle anderen stumm. Kinder machen überschwänglich Herz und Kopf zu Weggefährten. Ob wir weinen oder lachen, niemand macht, was Kinder machen. Zukunft. Kinder machen kleine Schritte. Kinder machen ihren Weg und Platz in unserer Mitte. Kinder machen Zweifel. Kinder machen Träume möglich. Kinder machen Pläne sinnvoll, wenn wir wollen täglich. Unsere Kinder. Kinder machen lebenslänglich Frau und Mann zu ihren Eltern. Kinder machen augenblicklich alle anderen stumm. Kinder machen überschwänglich Herz und Kopf zu Weggefährten. Ob wir weinen oder lachen, niemand macht, was Kinder machen. Kinder machen wütend. Kinder machen sanft und gütig. Kinder machen alte Leute nochmal übermütig. Kinder machen schlauer. Kinder machen Ordnung fraglich. Kinder machen noch das Chaos irgendwie behaglich. Kinder machen lebenslänglich Frau und Mann zu ihren Eltern. Kinder machen augenblicklich alle anderen stumm. Kinder machen überschwänglich Herz und Kopf zu Weggefährten. Ob wir weinen oder lachen, niemand macht, was Kinder machen. Das schöne Album Haya mit der zauberhaften Illustration von Julia Ginsbach. Ja, und auf dem Album hatte ich übrigens auch einen Sohn, der wurde gespielt, gesungen von Björn. Björn, du müsstest auch mittlerweile so Mitte 20 sein. Vielleicht schaust du uns ja gerade zu. Das wäre irgendwie schön. Hinterlass doch mal einen Kommentar. Ja, ja? Das wäre super. Bei mir oder auch bei Anushka auf ihrem Account, Anushka in Balance. Wie schreibt man das genau? Anushka_inbalance. Da könnt ihr auch noch viel mehr erfahren über das, was Anushka so bewegt im Leben mit ihren Kindern und auch was die Gesundheit betrifft. Da ist sie ja auch inzwischen eine sehr viel gefragte Fachfrau geworden, kann man doch so sagen. Ja, oder? So, ich mache ja Yoga- und Pilates-Unterricht, beschäftige mich viel mit Ernährung, Prävention. Also komm vorbei, ich freue mich. Und ich werde euch bald wieder hier im Dachstübchen begrüßen und dann bin ich wieder allein. Aber ja, du kommst ja wieder. Ich komme immer gerne wieder. Also, ich freue mich. Bis bald, bis zur nächsten Liedergeschichte. Tschüss. Tschüss.